Und damit, Ohio, Konnichiwa und herzlich willkommen zu Life is Strange, Before the Storm. Ich wollte es eigentlich schon viel, viel, viel früher spielen, aber ich kam halt nicht dazu. Das Gute daran ist, ich habe es natürlich als Display bereits gesehen, das Spiel, aber das ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate, ja, fast ein halbes Jahr her. Life is Strange, man sollte es immer nochmal selber spielen, weil es einfach so viel Atmosphäre hat, die Musik und alles. Und ich habe bereits Life is Strange, das erste Spiel, gespielt und ja, ich liebe einfach das gesamte Universum. Und ich habe die Bonus-Episode, also die Vorgeschichte sozusagen, vor Life is Strange 2 gespielt. Ich habe 4 Folgen auf Englisch für unsere englischen Freunde aufgenommen und somit ja auch da ein bisschen. Den Rest habe ich selber gespielt und ich fand es ganz groß. Ich war wieder in dieser Life is Strange Stimmung und jetzt natürlich das, was ich eigentlich spielen wollte, Life is Strange Before the Storm. Natürlich wieder komplett auf Deutsch, also mein deutscher Kommentar, deutsche Schrift, Sprache natürlich auf Englisch. Und in diesem Spiel, wie man natürlich weiß, spielen wir diesmal nicht Max, sondern die gute Chloe. Und ich habe es ja schon damals gesagt und alle Zeit, ich liebe einfach Chloe. Chloe ist für mich einer der besten Charaktere, den ich hatte, kennenlernte, weil sie so, ich kann es nicht beschreiben, ich liebe sie einfach, Punkt. Ja, sie ist von allen einfach, finde ich, die großartigste und jetzt spielen wir sie auch noch, also ich bin sehr gespannt. Okay, Episoden. Ich habe natürlich alle 3 und auch die Bonus-Episode, also ich habe, wie gesagt, ich habe die Limited Edition, ne, mit allen, mit zusätzlichen Inhalten, allen drum dran, auch das Outfit-Pack von Chloe und Mixtape-Modus, was weiß ich nicht alles, und den Soundtrack Artbook. Das heißt, ja. Wenn ich dieses Bild schon sehe. Oh Mann, ich werde die beiden so lieben. Okay. Lass uns beginnen mit Episode 1. Er wacht. Ich bin aufgeregt und gespannt. Viel Spaß. Nochmal. Ganz genau. Da ist sie ja. I can't believe Firewalk is playing a show at the old mill. Fuck yes! Mom would kill me if she knew I was out here. Erstens, bitte nicht zu Hause nachmachen, ja? Dass dieses, ja, das eben gerade, das war. Ich will nicht in der. Also, bei aller Liebe, aber das. Für einen Lokführer, ich glaube, das war. Yo! Erstmal natürlich, man hat schon gemerkt und das denke ich, ist auch schon bekannt. Es ist nicht die alte Chloe-Stimme, es ist eine andere Sprecherin, aber ich muss sagen, ich habe ja wieder das Display gesehen, alles und so ein bisschen. Sie hatte schon eine Figur getroffen. Okay, und wir gehen wahrscheinlich zu einem Konzert. Ja, ich würde sagen. Ich liebe, ach, guck mal, auch hier, ach, und da hat sie, guck mal, da hat sie noch ihre Haarlänge schon so, ne, aber da hat sie noch ihre blonden Haare, etwas blondere. Sie hatte ursprünglich lange blonde Haare, als Kind gehabt und jetzt hat sie kurze, ja. Ich bin sehr gespannt, bestimmt werden wir auch sehen, wie sie die Haare blau färbt. Ah, ich bin aufgeregt, okay. Nichts verpasst, okay. Interessant wird es hier, können wir keine Zeit zurückdrehen, ja, das heißt, hier wird es eher in ein anderes Spielelement reinkommen und das finde ich halt interessant, ne, du hast einfach, ne, komplett anderes
Spielelement. Das wird cool. No trespassing? No way. Holy shit. This place is awesome. If I'm gonna get inside, I'll have to get through that door. Ja, so kennt man unsere Chloe. So, jo, was los hier? Die Mausbewegung ist natürlich sehr flüssig. Maschine. That saw looks ancient. I wonder how long ago the mill actually closed. Eine Mühle also. Da ist wahrscheinlich ein Konzert und sowas und da will sie hin. Das. Gibt es ja auch wieder Automarken, die wir erkennen können? Was steht da? Mal kann ich ja nicht erkennen. Zu dunkel. Was ist denn da los? Papierschnipsel? Komm. Aufheben. If I owed somebody $1,000, I'd be shitting my pants. Und das wird wahrscheinlich noch passieren. Wir kennen ja, du kennst ja noch nicht Frank. Oh ja. Oh, der, den wir bestimmt auch kennenlernen, den Frank. Das wird alles ziemlich interessant werden. Those guys need to get a room. Or not. Damn. Mind your own business. I understand, really, and it won't ever happen again, I swear. Edward, she said. Tja, wie Chloe eben gerade da so sehr verwirrt in dem Stand dachte, oh, Entschuldigung. Ist das... Nee, nee, ich dachte gerade, das wäre ihr Franks Wohnwagen, aber nee. This RV is just begging for a little street art. But if I do it here, someone will see me. Ah, bestimmt... Ach, wir können jetzt bestimmt hier was... Ne? Ist das gleiche wie Fotos? Oh, nice. Platte. Ah, perfect place for me to work. Oh, what? Natürlich mit einem Edding. Now what to draw? Kein Meth-Labor, gratis Süßigkeiten. Ach komm. Hey kids, free candy. Eigentlich böse, aber tapp. Okay, hier können wir... Okay, ich sehe schon. Das heißt praktisch, wir müssen hier also was... Gefängnis fahren. Na, wir werden es ja sehen. Was hier? Oh, die Charaktere. Oh. Ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal ein Tagebuch. Und danach würde ich sagen, machen wir weiter, damit wir das erstmal haben. Ich finde das am Anfang am besten nachher, wenn wir irgendwie mitten in der Story sind, was Spannendes passiert, vergesse ich es nachher. Und wir sehen die Charaktere. Das sind wahrscheinlich irgendwelche Eltern. Und da sehen wir, fahren wir erstmal mit Chloe an. Diesmal schreibt Chloe alles. Und ja.
Mir ist auch schon aufgefallen, Chloe ist eine große, also eine gute Zeichnerin. Also die hat immer so. Die ist künstlerisch begabt. Kreatives Girl. Naja, kann ja auch singen. Okay. Mein Name ist Chloe Price, aber nenn mich. Ich bin eine Insassin der Blackwell Academy, die derzeit eine 4-jährige Strafe für Verbrechen gegen die Mutterschaft absitzt. Das wäre dann meine Mutter, Joyce, die unendlich enttäuscht von mir zu sein scheint. Das verstehe ich so gar nicht. Ich bin niemandes Vorstellungen der perfekte Tochter. Der perfekten Tochter. Oder Schülerin. Oder irgendwas anderem. Aber wer will schon perfekt sein? Ich bin den ganzen Tag von sogenannten Perfektion an umgeben. Und es ist scheiße. Andere Dinge, die scheiße sind. Mamas neuer Militärfuzzi-Freund David. Ah. Oh ja, der Typ auch noch. Wie schwer ist es, hier Hass zu kaufen, keine Freunde zu haben, Heuchler, Country-Musik, Leute, die relaxen, sagen, dass Papa tot ist. Oh ja, der Vater. Es ist 2 Jahre her, dass er bei einem Autounfall starb und ich denke immer noch die ganze Zeit an ihn. Ich habe sogar diese seltsamen, lebensechten Träume. Manchmal glaube ich, er versucht mir etwas zu sagen. Dann erinnere ich mich, dass er in einer Grube die Würmer füttert und alles andere als ist nur ein Märchen, durch das es mir besser gehen soll. Wenigstens habe ich 2 Waffen, die mir beim Überleben in dieser beschissenen Stadt helfen. Der Stift, mit dem ich absolut alles anmalen kann, was ich will. Und meine strahlende Persönlichkeit. Wenn ich daran arbeite, kann ich den Ort hier vielleicht etwas weniger perfekt zurücklassen, als ich ihn vorgefunden habe. Und ganz ehrlich, sie hat einfach verdammt nochmal heller Recht. She's hella white. Ganz ehrlich, perfekt zu sein ist doch langweilig. Genau wie alle anderen sich anzupassen, das mache ich auch nicht gern. Das ist einfach, nee. Man kann auch ein bisschen anders sein. Ja? Solange man weiß. Und wenn du überlegst, was Chloe alles durchmacht, was noch passieren wird. Wir kennen ja das Originalspiel, was Chloe alles erlebt. Am Ende, wenn wir überlegen, jetzt. Ich glaube, wenn du es überlegst, was sie seit dem Tag an ihrem Vater stamme, bis zum Ende von Life is Strange, was alles passiert ist, wie oft sie das Zeitliche gesegnet hat, sie tut einfach, was sie sagt. Trotz aller Mühe, die Mama sich gibt, hasse ich sie nicht. Ich weiß, es ist hart seit Papas Tod. Das Geld ist knapp, ihr Job als Kellnerin im Diner ist nicht gerade glamourös und mir liegt nicht viel daran, zur Schule zu gehen. Aber warum muss sie es uns beide so viel schwerer machen? Sie tut so, als sei es ein persönlicher Angriff auf sie, wenn ich kiffe oder die Schule schwänze. Sie sollte sich freuen, dass ich mir selbst Medizin verabreiche, statt auf alle loszugehen. Sie war nie so, als Papa noch hier war. Sie konnte tatsächlich cool sein. Das ist halt immer, ne? Aber vor kurzem hat sie ein haariges Monster ins Haus gelassen, das alles ruiniert. David Madsen, ein arbeitsloser, hirnloser und schwanzloser Scheißer, der auf alles steht, was mit Militär zu tun hat. Und mir versprach, mich gerade zu wählen. Arschloch. Ich habe versucht, diese Bedenken gegenüber Mama zum Ausdruck zu bringen. Doch mit jeder Woche scheint sich der Virus in einer weiteren Winkel ihres Lebens auszubreiten. Ich beginne, mir Sorgen zu machen, dass die David-Pest die Sorte Krankheit ist, die ihren Wirt umbringt. Und wir wissen ja, dass David eigentlich ja ein Guter ist, aber nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Aber trotzdem, so, das ist einfach gerade, man muss sich auch in Chloe reinversetzen und ich stehe mehr auf Chloes Seite.
muss ich einfach sagen, wenn du überlegst, was sie durchmacht und dann, natürlich kann man auch, aber sie ist jung, sie ist, was weiß ich, 15, 16, sie ist Teenager, sie versteht das alles nicht, das ist doch normal. Und ja. Dich kennen wir ja noch, meine Liebe. Max Coffitt, verschollene ehemalige beste Freundin. Dieses künstlerische Miststück liebt... Oh. Eieiei, Mischstück. Liebt die Fotografie mehr als das Leben selbst und ganz sicher mehr als mich. Sie benutzt sogar alte Fortbildkameras. Es ist vermutlich nicht gesund, wenn jemand so sehr in der Vergangenheit feststeckt, aber wer bin ich, andere Leute zu sagen, wie sie ihr Leben leben sollen. Als Kinder verkleideten wir uns als Piraten, aßen Eiscreme und schrieben und zeichneten diese dummen Comics, in denen wir Superkräfte hatten und Leute retteten und so. Super Kitty is Trapo, we must save her. Ja, oh, süß. Dann starb Papa und ihr Vater nahm einen Job im Norden an und sie zog nach Seattle. Das war vermutlich die Zeit, in der ich sie am meisten brauchte. Und sie ließ mich im Stich. Danke, Max, dass du mir beigebracht hast, dass ich mich auf niemanden verlassen kann. Im Ernst, Lektion gelernt. Das Schlimmste ist, obwohl wir seit Monaten nicht geredet haben, obwohl sie meine Nachrichten so regelmäßig ignoriert, dass ich aufgegeben habe, obwohl ich tief im Inneren weiß, dass ich ihr egal bin, und dass sie vermutlich neue Freunde im verschissenen Seattle hat, vermisse ich sie trotzdem. Wenn sie morgen zurückkäme und sagte, hey Chloe, wollen wir uns als Pirat verkleiden und Unsinn anstellen, dann würde ich sofort zurücknehmen. Dann würde ich sie sofort zurücknehmen. Blub dub. Sofort. Und dann die Zeitung, hey Chloe. Da weiß ich auch nicht, was da passiert, aber trotzdem Max. Im ersten Spiel schon habe ich gesagt, wie kann man 5 Jahre sich nicht melden? Wenigstens irgendwie Nachricht. Irgendwas, was passiert ist. Warum? Ja, und wenn du überlegst, was Chloe passiert ist, wenn man eine beste Freundin oder Freund, aber eine beste Freundin, hätte ich eine beste Freundin gehabt, ja, Kindheitsfreundin. Und ich hatte ja welche. Freundinnen, also Kindheitsfreundinnen. Ja, und dann müsste ich wegziehen wegen irgendwelcher Sache. Da würde ich doch sofort schreiben an den Tag. Oder mindestens mich mal melden, wenn irgendwas ist. 5 Jahre. Man kann sich doch was ist denn mit Weihnachten? Was ist denn mit Sommer? Man hat doch irgendwann mal Zeit und weiß seine beste Freundin. Das verstehe ich halt nicht. Ja, das habe ich nie verstehen. Warum? Es gibt doch Möglichkeiten, mindestens mal kurz anzurufen oder eine Nachricht zu schicken. Nichts, nada, jetzt nicht mal eine Postkarte. Das verstehe ich bei Max nicht. Selbst wenn was passiert ist. 5 Jahre ist... Das ist zu lange. Einfach, finde ich. Da muss man irgendwas sagen. Die Freundin macht sich auch Sorgen. Wer weiß, was passiert ist. Ich meine nur. Also, ich verstehe Max bis heute nicht. Wenn ich für jeden abgewichsten Vertrauenslehrer oder Therapeuten, der mich in den letzten Jahren dazu bringen wollte, über Papa zu schreiben, etwas Gras hätte, müsste ich nie wieder was mit von Frank kaufen. Okay, sie kennen Frank also schon. What's the matter? Don't you want to wild you there, dear of that? Die glauben, es hilft mir, mit meinen Gedanken umzugehen. Oder so. Als ob ein paar Absätze darüber, wie toll Papa war, mir helfen würden, zu vergessen, dass seine Eingeweide wahrscheinlich immer noch an der Unterseite eines Trucks kleben. Und was soll ich verflucht nochmal eigentlich schreiben? Dass er der perfekte Vater war, der immer lustig und nie wütend war? Dass er mich wie eine Gleichgestellte behandelte? Dass er stets daran gearbeitet hat, unser Leben zu verbessern? Dass er mich immer zum Lachen bringen konnte, auch wenn ich ein Miststück war? Dass er in der Dusche gesungen hat und Heuchelei hasste und dass sein Grill immer noch im Garten vor sich hin rostete? Weil der Gedanke, ihn entweder wegzuwerfen oder ihn niemals wieder zu benutzen, so schmerzhaft ist und es für Mama und mich einfach ist, so zu tun, als merken wir es nicht? Wenn das mit Gefühlen umgehen ist, dann kann es mich mal. Here lies. Okay. Ich würde sagen, hier mit den... das machen wir später. Also...
Erstmal will ich ja mal weitermachen. Wir haben jetzt ein bisschen gelesen. Es muss auch mal sein, Freunde, ne? Wir müssen auch mal ein bisschen